Der Global Women's Health Index ist in der Tat vor 2 Jahren gegründet worden, weil es gab keine weltweiten Daten über den Stand der Frauengesundheit weltweit. Wir haben 66.000 Frauen befragt in 122 Ländern. Und es ist tatsächlich ernüchternd, es ist ein Weckruf wirklich für uns als Firma, tätig im Bereich Gesundheit der Frauen, aber auch für die Politiker, damit die Frauengesundheit mehr in Vordergrund gesetzt werden, weil nur wenig Frauen, nur 12% von den befragten Frauen haben zugegeben, sie wären an irgendwie eine Art von Krebs untersucht werden. Und das ist zu wenig, 12%. Es muss mehr sein. Es sind nach wie vor über 8 Millionen Frauen, die an Krebs leiden aktuell. Die Aussage eines Pink Ribbon ist, geht zur Vorsorge, geht zur Mammographie, schau auch auf deine Gesundheit im Allgemeinen. Und wie gesagt, es ist kein Tabu, nämlich es kann jeder 8. Person, jeder 8. Frau passieren, dass sie an Brustkrebs erkrankt. Du bist nicht allein. Das ist die große Botschaft. Ganz wichtig ist, dass die Frauen wirklich beginnen, einen Weg auf sich auch zuzugehen selber. Was brauche ich im Leben? Was ist jetzt wirklich für mich auch wichtig, um gesund zu bleiben? Und sich da einen Partner an die Hand zu nehmen, die wie wir auch bei Mrs. Sporty schauen, dass sie ihr Training und ihre Übungen wirklich korrekt macht und auch wirklich begleitet wird. Für mich ist das ein besonders wichtiges Thema. Ich war leider durch Verletzungen 2 Jahre raus. Und seitdem spüre ich in meinen Körper rein, versuche jeden Tag das Beste rauszuholen, nach intensiven Matches, Trainingstagen mit Massage, Physiotherapie. Aber auch so ist es unglaublich wichtig, einfach, dass jedes Jahr die Check-ups erfolgen, sei es Haut, Zahn, Pflege, und ja, da achte ich schon sehr drauf. Also dieser gesunde Lebensstil ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für, oder ist ganz, ganz wichtig für mich. Sport ist wichtig, ich fühle mich einfach besser, ich fühle mich ausgeglichener, ich fühle mich glücklicher. Und ja, man sagt, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass man sagt, okay, wenn der Körper fit ist, ist der Geist auch fit. Und nach diesem Motto lebe ich.